wir sind Infection. Mein Name ist Emal, ich spiele Schlagzeug bei der Band Infection. Wir haben uns im Jahre 2004 gefunden. Juliet und ich haben zuerst hier in diesem Raum angefangen. Hey, ich bin Juliet und ich bin der Gitarrist von Infection. Hi, ich bin Thümer, ich bin der Sänger und ich komme aus Wilhelmsburg. Juliet und ich waren übrigens in derselben Klasse, mit Thümer auch, an derselben Gesamtschule. Wir haben uns in der 7. Klasse kennengelernt. Da bin ich frisch nach Wilhelmsburg gezogen. Ja, und dann haben wir erstmal einfach nur rumgedaddelt. Und langsam hatten wir eine Vision und wir wollten daraus was Ernsteres, Größeres machen. Nach und nach sind dann auch weitere Bandmitglieder gekommen. Hey, ich bin Rico, ich spiele Bass in der Band Infection. Bei mir war das so, dass ich schon viel getrommelt habe als kleines Kind auf allem Möglichen und dann in der Schule irgendwann im Musikunterricht habe ich angefangen Schlagzeug zu spielen. Wenn wir eine Musikgruppe machen mussten, saß ich immer am Schlagzeug und als ich hierher gezogen bin, habe ich dieses Projekt kennengelernt. Das war 2003 und seitdem spiele ich Schlagzeug und ich wollte gleich direkt die schwersten Sachen üben. Ich hatte zum Beispiel Slipknot als Vorbild, Joey Jordison, das hat mich total begeistert und gefesselt und ich wollte unbedingt genauso spielen können. Da seitdem habe ich mir, also wie es viele andere auch machen, von hier und da, von Idolen und Vorbildern was abgeguckt, sodass irgendwann der eigene Stil sich etabliert hat. Unsere Musikrichtung ist New Metal mit Industrial Einflüssen. Am Anfang haben wir viel gecovert von unseren Lieblingsbands und das hat sich dann so langsam entwickelt. Wir wollten so ähnlich klingen, weil wir das cool fanden. Wir wollten was Eigenes draus machen. Natürlich hat man da so als Anfänger viel abgeguckt. Und gleichzeitig haben wir enorm viel dazu gelernt. Wir beherrschen unsere Instrumente heute viel, viel besser und sind auch in der Lage, selbst eigene Stücke zu komponieren. Es ist sehr multikulturell in Wilhelmsburg. Ich bin gebürtiger Türke, bin aber hier in Deutschland geboren. Ja, aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus Mazedonien komme ich halt, ne? Ja. Das war schon in der Schule für meine Mitschüler und die Mitschüler aus der Parallelklasse schon ziemlich komisch, dass ausgerechnet ein Afghaner auf Metal-Musik steht und nur Metal hört und in einer Band auch noch spielt. Aber das hat mich nie vom Weg abgebracht. Das hat uns nie vom Weg abgebracht. Und die Leidenschaft war einfach viel zu stark. Ja,